Millens Erinnerung der Autounfall, wie er wirklich passiert ist? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Zilla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mamereferik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Mobiltherapie zu lesen? Ich kann einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Kannst du auf den Händen Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Wenn ich Reden wir morgen kann. Drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Wir könnten was zu essen mitnehmen. Ich wunderte mich, warum es so ruhig war. Ich sollte dich bestrafen, meine Liebe, aber ihr beiden seid so süß zusammen. Okay, da ist also der Unfall nicht passiert. Das heißt, der Remix, den er gemacht hat, ist praktisch fast genauso wie den, den wir bei der eigenen Mutter gemacht haben. Ein Remix, nochmal remixen. Moment, hier geht das... Moment. Ah, ja, Sekunde. Wir haben, bei dem anderen haben wir ja hier den Becherhalter weggemacht. Machen wir da mal den Sicherheitscode weg. Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mamereferik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen? Schatz, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern. Okay. Da ist die Windschutzscheibe. Komm, machen wir die auch nochmal kaputt. Ach du Scheiße, sah man aus. Ich glaube, ich habe die Windschutzscheibe ein bisschen zu früh kaputt gemacht. Was können wir da jetzt noch? Neu starten. Verpisst Jax für immer kaputt. Siehst du, dein Roboter repariert sich selbst. Steckdose. Wollen wir ein bisschen überladen? Oh! Jax! Melin, hör auf. Das ist gefährlich. Oh.
Habe ich es jetzt unbewusst schon hinbekommen? Oh, scheiße. Ja. Und was bewirkt das jetzt bitte schön in der eigenen Erinnerung von ihm? Oh wei. Nellen! Oh mein Gott, was habe ich getan? Weißer gebissen, ja schön, aber ich möchte jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, ihr möchtet jetzt gar nicht mehr wissen, was jetzt als nächstes passiert. Das ganze Game nimmt jetzt so richtig kranke Ausmaße an. Also von, nicht nur von der Story, sondern allgemein her vom ethischen und moralischen, das ist jetzt so krank. Ach du Scheiße. Mein Kind, verzeih mir. Ich war nicht begabt, nur eine gute Schülerin. Du warst ein Experiment, Nellen. Mach ihn fertig, tu es. Nein. Oh, Edge. Welch tragische Verschwendung! Stopp! Ja, sie hat Titten. Oh. Ich verstehe. Du hast den Remixer neu gemixt. Das ist sehr clever. Du musst alles stoppen, Papa. Die Experimente, den Missbrauch, die Lügen. Die ganze Welt stirbt an zu viel Amnesie und falschen Erinnerungen. Das Grauen, das ich fand. Es schien so perfekt. Eine solche edle Idee. Nein, Charles. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Du hast deine eigene Tochter als Versuchskaninchen benutzt. Und deine Frau auch, wenn ich es zugelassen hätte. Du hast mir nie verziehen. Warum bist du heute hier? Weil ich dich geliebt habe. Und weil du immer noch ein Genie bist. Es tobt ein Bürgerkrieg, Charles. Hass, Angst, Unruhen, Leid. Alles, was du beenden wolltest. Wir sind schuld, Charles. Und es muss aufhören. Wir sind fast da. Wir müssen den Fluss an der Quelle unterbrechen.
H3O abstellen. Das Sicherheitssystem ist unknackbar. Es sei denn... Es ist Zeit. Es sei denn, wir genehmigen den Zugang. Haut da ab. Gemeinsam. Haut da ab. Und voilà. Deshalb wolltest du, dass ich sie remixe. Nur sie konnten Zugriff zum zentralen Server gewähren. So, Schwester, nun musst du den Job beenden. Zugangsprotokoll H3O. Stimmerkennung. Bereit. Memorize. Hominis Evolutio. Seiler, Charles, Identität bestätigt. Zugang zu Memorial Server frei. Du bist eine bessere, stärkere Cartier Wells als dein Vater und ich. Ich bin stolz auf dich, meine Tochter. Ehe. Für dich. Ich brauche dein Gedächtnis nicht mehr. Als du noch klein warst, kamst du mich oft besuchen. Mit diesen Erinnerungen findest du deinen Weg. Danke. Papa. Bitte, mein kleines Schlauchchen. Wir warten hier auf dich. Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich diesen Server gar nicht mehr abschalten. Gleich wird H3O abgeschaltet. Du hast es geschafft, Schwester. An einem Tag gelang dir, was die Terroristen in 10 Jahren nicht geschafft haben. Aber Verbrecher sind wir dennoch. Bei deinen Verbindungen solltest du dir keine Sorgen machen. Ich werde dich also endlich treffen? Ja. Folge der Reminiszene, die dir dein Vater gab, dann ist alles vorbei. Wie kann ich H3O denn abschalten? Wie auch jede andere Maschine. Edge! 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 Der letzte Gang, so wie es aussieht. Weg zu Katastrophe. Papa mag es nicht, wenn wir hier unten sind. Jo. Okay. Verschiebt sich hier alles? Bin mir nicht sicher, aber... Ich glaube, wir sollten hier eigentlich nichts... Jax, lass mich nicht allein! ...abschalten. Das hat so einen ganz faden Beigeschmack aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich befürchte nur halt, einen riesengroßen Fehler zu machen. Bin ich jetzt da? Nee. Bin ich jetzt wieder zurück? Och. Ich war kein sehr glückliches Kind. Jax war dein einzig wahrer Freund. Da bist du. Du hast nicht geantwortet. Lange hatte ich deine Erinnerungen nicht mehr erlebt. Fast vergaß ich, wie sie schmerzen. Was heißt neu erlebt? So viel Schmerz, Schwester. Und so lang, so leer, so... Wahr. Edge, du machst mir Angst. Weiter, kleine Schwester. H3O muss verschwinden. Nein. Es würde mich nicht wundern, wenn Edge irgendwie, keine Ahnung, geremixed ist. Irgendein komisches Piss-Programm, was implementiert wurde, so ein Virus. Irgendwie sowas. Und ich habe den Norton nicht richtig geupdatet. Nimm meine Hand, wir kommen zu spät. Oder eher gesagt, ich habe
leider den Norton gekauft und dann anschließend halt nicht abgegradet, weil es doch zu teuer war, der ganze Scheiß. Irgendwie sowas. Hätte ich doch lieber den Antivir installieren sollen. Der ist nicht nur ressourcensparender, sondern auch weitaus effektiver. Und da bin ich. Und kostenlos.